Und das hat schon damals einen Heidenspaß gemacht. Wenn ihr nicht genug bekommen könnt von Helldivers 2, dann schnappt euch ruhig mal den Vorgänger zusammen mit ein paar Freunden. Lohnt sich genauso. Aber nicht unter Trophy Hunter, Alter. Wenn die erste Trophäe aufploppt, Alter, dann heißt es für einen Trophy Hunter, jetzt müssen wir das ganze Ding platinieren. Inklusive 100% DLC, Alter. Ansonsten fassen die das nicht an. Ich bin ja auch einer. Und mir geht's ähnlich. So, Freunde, wir schauen von Inside PlayStation. Darum ist Helldivers 2 so erfolgreich. Aktuell ist Helldivers ja schon, weiß ich nicht, ein, zwei Monate draußen. Und das Video ist 3 Wochen alt, aber ich wollte es mir trotzdem nochmal angucken mit euch. Und wenn ihr das auf YouTube seht, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar oder beides. Oder abonniert den Kanal, wenn ihr Bock habt. Und lasst das Video auf jeden Fall durchlaufen. Und jetzt schauen wir mal rein, was da so abgeht, warum Helldivers denn so erfolgreich ist. Ich habe es selber noch nicht gespielt. Für mich ist es, glaube ich, auch nicht so was. Außer es kommt vielleicht mal PS Plus, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich da mal reingehe. Es hat ja so ein bisschen Division 2 Vibes und von dem her, ja, gucken wir mal, warum es so erfolgreich ist. Let's go. Leute, Pirscher Nest of Nord. Du kriegst meinen Laser ab schon wieder. Sorry. Nochmal. Alles klar, Adler, kommt auf die Fabrik. Alle weg da, weg da, weg da, weg da. Mann. Ich glaube, er spielt gar nicht. Helldivers 2, der neue Chaoskönig unter den Koop-Shootern, ist der Überraschungshit des... Was hat er gesagt? Chaos? 2, der neue Chaoskönig und... Chaoskönig. ...unter den Koop-Shootern ist der Überraschungshit... Chaoskönig unter den Koop-Shootern? Was will das denn bedeuten? ...hit des Frühjahrs. Schreibt es in die Kommentare. Und fesselt in diesem Moment Hunderttausende an PS5 und PC. Und der Erfolg ist verdient, denn die schwedischen Arrowhead Game Studios haben hier ein rundes Gesamtpaket abgeliefert, in dem Gameplay, Setting und Humor perfekt ineinander greifen. Wir schauen uns heute mal genauer an, was das bedeutet. Warum ist der Shooter so besonders? Wie hat sich die Helldivers-Reihe vom kleinen Geheimtipp zum... Nur als Info, Freunde, ich habe mir schon mal ein Review dazu angeguckt von GameStar. Und ich hoffe, das ist jetzt ein Upgrade, ne? Weil aktuellen Massenphänomenen ja, so. Und warum ist der Erfolg vielleicht am Ende gar keine so große Überraschung? Steigt mit mir in den Hellpot und er zieht den Bauch ein bisschen ein, die Dinger sind eng. Wir droppen rein. Bam, 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 machen wir mal eine kleine Zeitreise. Das erste Helldivers von Arrowhead Game Studios erschien 2015. Damals nicht nur für die PS4, sondern auch noch für PS3 und PS Vita. Was da natürlich sofort auffällt, ist die andere Perspektive. Helldivers 1 ist ein Twin-Stick-Shooter, bei dem ihr euren Helldiver so von schräg oben steuert. Aber das Krasse ist, dass die grundlegenden Ideen, das ist der erste Teil, ne? Die 2 heute zu so einem spaßigen Shooter machen, damals schon vorhanden waren. Ihr seid als Soldat in der Damals gab es schon Käfer und jetzt gibt es immer noch Käfer. Und ich weiß, dass ich nicht auf Käfer stehe. Außer vielleicht auf dem VW-Käfer, dem alten. Galaxie unterwegs, um Demokratie zu verbreiten, ballert dabei Horden ekliger Rieseninsekten und Killerroboter weg. Das tut ihr im Koop-Modus mit ständig aktivem Friendly Fire. Wer braucht schon Feinde, wenn man Teammates mit Laser droht? Wollt grad mal gucken, ob da Helldivers 1 oder 2 steht, weil ja jetzt Helldivers 1 zeigt. Hat. Und fordert mitten im Chaos Luftschläge über bestimmte Tastenkombinationen an. Vorausgesetzt, ihr seid multitaskingfähig. Und das hat schon damals einen Heidenspaß gemacht. Wenn ihr nicht genug bekommen könnt von Helldivers 2, dann schnappt euch ruhig mal den Vorgänger zusammen mit ein paar Freunden. Lohnt sich genauso. Also dachten sich die Entwickler nach dem Release... Aber nicht unter Trophy Hunter, Alter. Wenn die erste Trophäe aufploppt, Alter, dann heißt es für einen Trophy Hunter, jetzt müssen wir das ganze Ding platinieren. Inklusive 100% DLC, Alter. Ansonsten fassen die das nicht an. 100 Pro. Wie wär's denn, wenn wir Bin ja auch die Mechaniken nehmen, ja? Aber die Spieler nicht mehr nur mir geht's ähnlich. Die Action schauen lassen, sondern sie mitten rein versetzen. So oder so ähnlich begann dann die 8 Jahre lange Entwicklung von Helldivers 2 für das ca. 100-köpfige Team bei Arrowhead Game Studios. Ziel von Arrowhead Game Studios war es, Helldivers 2 noch größer, noch intensiver und noch spaßiger zu machen als den Vorgänger. Als Spieler solltet ihr euch fühlen wie einfache Soldaten, die ohne Rücksicht auf Verluste und ohne richtiges Training von einem totalitären System mit jeder Menge Feuerkraft an die Front geschickt werdet.
Genau deswegen haben sich die Entwickler für den Wechsel in die Third-Person-Perspektive entschieden. Mhm. Noch näher am Geschehen ist nur die First-Person und die gibt's in Helldivers 2. Also ich muss sagen, ich bevorzuge auch Third-Person gegenüber diesen von oben da. Wie das heißt, hat er vorhin gesagt, habe ich schon wieder vergessen. Ich bevorzuge das echt, ne, weil ich spiele halt viele Spiele, die so Third-Person-mäßig sind. Zielen über das Zielvisier ja und ich mag das von dieses schräg oben. Das ist nicht so meins. So viel um euch herum, dass die Ego-Perspektive euch nun zu noch leichterer Beute macht, also Vorsicht damit. Dieses Feeling, das die Entwickler vermitteln wollen, das macht sich auch im Gameplay. Ach so, Ego kann man auch machen. Im Gegensatz zu anderen Third-Person-Shootern hüpft euer Charakter nämlich nicht einfach unbeschwert durch die Gegend, rollt sich kurz ab und rennt, bis euch der Finger am Controller schwach wird. In Helldivers 2 spürt ihr beim Bewegen förmlich das Gewicht des Soldaten. Ich meine, ihr steckt als untrainierter 0815-Mensch in der Rüstung, schleppt eine Primär- und Sekundärwaffe mit euch rum, habt einen Rucksack mit Schildgenerator auf dem Rücken und tragt wahrscheinlich noch eine Railgun auf der Schulter. Also wenn ich mich in diesem Anzug sehen würde, ich glaube, ich könnte 2 Minuten dann rennen und dann wäre ich down. Dann müsste ich mich irgendwo hinsetzen und verstecken. Ich bin so untrainiert, Alter. Untrainiert, da geht's schon gar nicht mehr. Ja, ich will euch mal sehen, wie ihr da so à la Nathan Drake mit verschmitztem Lächeln easy peasy über Abgründe springt und Headshots verteilt. Ja. Deswegen auch die begrenzte Ausdauer. Einfach weglaufen, wenn's mal zu brenzlig wird, funktioniert ja nicht allzu lange. Ist das da unten die Ausdauer? Das hier, ne, ist die Ausdauer, glaube ich. Digitalen Alter Ego geht ziemlich schnell die Booster aus. Dann müsst ihr eure Demokratieverbreitungsmaßnahmen erstmal kurz unterbrechen, ein Päuschen einlegen und die wunderschönen Himmelspanoramen bewundern. Erst recht, wenn im Hintergrund eine Atombombe losgeht. Halleluja. Warum geht da eine Atombombe los, Alter? Macht das Sinn? Tschü-tschü-tschü. Oder ihr nehmt euch den Moment und lauscht dem geilen Soundtrack und dem Umgebungssounddesign und hört ganz genau, wie nah die nächsten Roboter sind. Einige Gegner, wie die kolossalen und kolossal nervigen Stürmer, sind außerdem so schnell, da braucht ihr gar nicht erst versuchen wegzurennen. Da hilft einfach nur ein Hechtsprung zur Seite. Der Sprung, der ist zwar effektiv, der wirkt aber auch ein bisschen unbeholfen. Ihr landet damit nämlich voll im Dreck und müsst euch dann erstmal wieder aufpäppeln. Sieht natürlich immer noch cool aus. Ihr solltet es vielleicht nur nicht dann machen, wenn ihr auf einem hohen Felsen steht. Ich glaube, der hat sich einen Finger geschnitten. Sieht man das? Vielleicht erst recht dann. Hast du dir den Finger geschnitten, das Bro? Hier, guck mal hier. Ja, hier. Supersoldaten. Ah, hier, guck mal. Wahrscheinlich vom Zocken, Alter. Der hat wahrscheinlich Tekken gezockt und dann richtig so rübergeschrubbelt überall. Also über den Controller und dann irgendwelche ungelernte und entbehrliche Dullis von der Supererde macht sich auch im Gunplay bemerkbar. Einerseits fühlt es sich super befriedigend an, mit Schrotflinte oder Railgun auf Horden von Robos und Rieseninsekten zu ballern und das haptische Feedback des DualSense Wireless Controllers leistet da ganze Arbeit. Allein wenn da so ein Säurespeier aufplatzt, nachdem ihr ihm so ein paar Schrotkugeln versetzt habt, ein Fest. Andererseits fängt euer Charakter beim Zielen mit der Waffe auch ordentlich an zu wackeln, wenn ihr beim Rennen anfängt zu schießen, wenn ihr aus der Puste seid oder um euch herum Luftschläge runtergehen, die die Erde zum Beben bringen. Wer mit dem Antimaterie-Gewehr, also der Scharfschützenwumme in Helldivers 2, was treffen will, sollte lieber stillhalten oder sich am besten hinknien. Aus all diesen Zutaten ergibt sich einerseits spaßiges und actionreiches Gameplay, gleichzeitig kommt durch die Ausdauer, die eingeschränkte Bewegung und das nicht ganz so einfach Boxcar Billy 29 ist gefallen. Zu beherrschende Gunplay noch die taktische Komponente dazu. Johan Bielestedt, der CEO von Arrowhead Game Studios, hat intern während der Entwicklung, ich zitiere jetzt direkt, immer von dem Kribbeln im Hintern gesprochen, das man beim Zocken von Helldivers 2 spüren soll. Einerseits ist man super angespannt, weil plötzlich von überall her Gegner auf einen zurennen. Andererseits kann man sich auch das Lachen nicht verkneifen, wenn man mal wieder einen Teamkollegen ganz aus Versehen mit einer Granate hunderte Meter weit durch die Luft geschleudert hat. Mhm. Ah, Ragdoll-Physik. Dieses Chaos auf dem Schlachtfeld ist das i-Tüpfelchen auf der Helldivers 2 Spielspaß-Krone. Haben Kronen i-Tüpfelchen? Ja, wurscht. Und genau da kommen die Taktikausrüstungen ins Spiel. Neben euren Waffen und Granaten könnt ihr bei jedem Einsatz 4 verschiedene Taktikausrüstungen einpacken, die ihr euch in den Einsätzen... Ich würde wahrscheinlich immer die gleiche Taktikausrüstung einpacken und das wäre eine Handgranate.
Elpot auf den Planeten runterruft. Dazu gehören besonders starke Waffen wie Granatwerfer oder Railgun, Rucksäcke mit Drohnen oder Geschütze. Oh, da gibt's aber viel. Highlights sind aber die zahlreichen Luftschläge, wie der Orbitallaser oder die 500-Kilo-Bombe. Bye-bye, saure Titan. Ganz so einfach ist es mit den Taktikausrüstungen aber nicht, denn um die zu rufen, müsst ihr bestimmte Tastenkombinationen auf dem Digipad eingeben. Oh, gut. Freunde von Fighting Games wie Tekken 8 werden sich hier gleich zu Hause fühlen. Das gilt übrigens auch, wenn ihr Kollegen wiederbeleben wollt. Die ruft ihr nämlich ebenfalls per Tastenkombi mit einem Hellpot wieder auf die Planetenoberfläche. Oben, unten, rechts, links, oben. Ja. Ist im Kopf, lass ich mir den wegstecken. Aber die Kombos mitten im Kampf, unter Stress, schnell einzugeben, während man von rotäugigen Blechrambos beschossen wird, ist gar nicht mal so einfach. Unter Helldivers-Profis hat sich deswegen der Klauengriff etabliert. Ist ganz einfach, L1 drücken für die Taktikausrüstung, weiterhin nach oben halten zum Rennen und dann mit der rechten Taste die Kombination eingeben. Der Klauengriff. Stehen bleiben, um den Orbitalschlag zu rufen. Sorry, das war für Anfänger. Richtige Könner lassen sogar gleichzeitig noch ein Like für dieses Video da. Genau, bei mir. Einmal lass mal ein Like da, Freunde. Nur noch die Laserzielgranate auf die Gegner werfen. Ein paar Sekunden später regnet es Feuer auf die Viecher. Oder was wahrscheinlich eher passiert, es folgt einer der typischen Helldivers-Momente. Frei nach der Regel, alles was Gegner Auer macht, macht auch Hey, was schießt denn da, Alter? Können die Käfer auch schießen, oder wie? Genau dann, wenn ihr das Teil auf die Gegner werfen wollt, läuft euch ein Teamkamerad mit seinem Schild vor die Nase, sodass euer Zielmarker auf dem Schild landet. Lol. Sich nicht entfernen lässt. Nein! Und es Zeit wird, gemeinsam eine Runde panisch zu kichern, bevor das 380mm Tschüssi! Metallsperrfeuer dann schön auf ihn niederprasselt und auf euch. Glückwunsch. Ey. Oder ihr werft die Zielgranate auf den Rücken eines Stürmers, der dann mit dem Ding aber auf euch zugerannt kommt und ihr fresst den Luftschlag gemeinsam. Oder ihr werft das Ding auf eine Roboterfabrik, wo es dann abprallt von der Wand und direkt euch vor die Füße landet. Also wenn ihr dann noch Ausdauer habt, besser so. Und jetzt müsst ihr Das ist so ein fettes Orbital-Ding. Das gleich vier. Das gibt es bei GTA 5 auch. Oder bei GTA Online besser gesagt. Also GTA 5 Online, ne? Wir kriegen ja bald GTA 6, Freunde. In ungefähr 11 Monaten, dann geht's los. Hirnverbrannte Soldaten gleichzeitig mit Orbitalschlägen um sich werfen. Chaos perfected. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt so viel hämisches Gelächter im Voice-Chat mit meinen Freunden gehört habe. Kleiner Tipp von mir, um die Wogen im Team gleich wieder zu glätten, wenn mal wieder zu viel gleichzeitig schief geht. Man kann sich nicht nur gegenseitig umbringen, Heilspritzen. Darf man eigentlich eine Xbox haben, wenn man bei PlayStation, Inside PlayStation arbeitet? Also das ist ja irgendwie so ein macht das eigentlich eine Agentur oder macht das direkt, sind die direkt bei PlayStation angestellt? Das würde mich mal interessieren. Freunde, wenn ihr jemanden kennt, der da die Videos macht oder so, ne, dann sagt mir mal Bescheid. Die könnt ihr auch nutzen, um Kollegen wieder aufzupäppeln. Oder ich schau mal ins Impressum. Einfach an den Spieler rangehen und mit X eben so eine Spritze reinrammen. So geht Teambuilding. Passend zum situationsbedingten Humor während der Mission sind in Helldivers 2 auch Story und Lore ziemlich überzogen und absurd. Der Shooter, der nimmt sich selbst nie wirklich ernst. Ich meine, ihr seid ein random Soldat, werdet in einer besseren Konservendose auf... Ein random. Was heißt nochmal random auf Deutsch? Ein zufälliger, ne? Ihr seid ein zufälliger Soldat. Warum sagt man eigentlich immer random? Warum sagt man nicht zufällig? Auf Planeten geschmissen und Soldaten sich besser an, ein totalitäres System, right. Demokratie verbreiten, nice, cool. Indem ihr mit 500 Kilobomben Insekten und Roboter vernichtet, hallo? Dass die Charaktere auf dem Schlachtfeld mit Sprüchen wie... Also ich sag zum Beispiel nicht random. Das weiß ich nicht. Das ist irgendwie doof. Die Freiheit braucht Feuerkraft oder kostet ein wenig Demokratie um sich werfen, passt perfekt ins Bild. Und ohnehin zieht Helldivers 2 seine satirische Propaganda durch bis ins Detail. Selbst beim Ingame-Shop haben die Entwickler alle angebotenen Artikel mit bescheuerten Fake-Kundenbewertungen versehen, die zufällig durchrotieren. Ein Highlight für mich war die Mass Effect 2 Anspielung, die bei mir aufgeploppt ist. Ich bin Kotta und das ist mein Lieblingsprodukt im Akquisitionszentrum. Ach ja, und euer Schiff, in dem ihr von Planet zu Planet fliegt, dürft ihr auch selbst benennen. Mit einer großen Auswahl an Namenskombinationen. Bringt ihr der Galaxie die Demokratie mit dem Panzerhandschuh der Familienwerte? Oder reist ihr lieber im Heiligenschein des Schicksals? Zu Englisch Halo of Destiny. Wenn ihr durch Quickplay bei mir auf dem Schiff landet, dann tut ihr es, Guardians.
Garniert wird der spaßige Gameplay-Loop aus Gegnerhorden abballern, Teamkameraden verheizen und Missionsziele erfüllen durch ein motivierendes Progressionssystem. Für erfolgreiche Einsätze erhaltet ihr Erfahrungspunkte, durch die ihr im Level steigt, wodurch ihr neue Takt... Ist natürlich auch ein Review, Freunde, ne? Wenn man das sich jetzt so mal anguckt. Ausrüstung zum Kauf freischaltet. Die wiederum besorgt ihr euch dann mithilfe von Übercredits, die ihr ebenfalls für abgeschlossene Aufträge bekommt. Wer auf den Planeten die Augen offen hält, findet zudem Proben in verschiedenen Seltenheitsstufen. Die nutzt ihr, um eure Taktikausrüstung zu verbessern. Zum Beispiel lässt sich der Cooldown von Orbitalschlägen verkürzen oder eine verbesserte Steuerung für den Hellpod freischalten, damit ihr bei der Landung nicht zwingend eure Teamkameraden trefft, sondern das große Rieseninsekt, also idealerweise. Außerdem ist Helldivers 2 ein wirklich schönes Beispiel, wie man ein Service-Game richtig angeht. Der intergalaktische Krieg, in dem ihr als Helldiver kämpft, entwickelt sich ständig. Frontlinien, die verschieben sich. Planeten werden befreit oder fallen in die Hände der Feinde. Und alle Spieler arbeiten zusammen am großen Ziel, Supererde zu beschützen. Da ergibt es einfach richtig Sinn, dass das Spiel kein in sich abgeschlossenes Erlebnis ist, sondern sich mit kommenden Updates immer weiterentwickeln und verändern soll. Und können wir mal bitte folgendes Detail wertschätzen. Bei Arrowhead arbeitet ein Typ namens Joel. Joel ist qua Jobbeschreibung der Game Master von Helldivers 2. Der setzt sich morgens an seinen Rechner und steuert, was im Game so auf globaler Ebene abgeht. Zum Beispiel kann Joel festlegen, dass die große Offensive gegen die Terminiden unterbrochen werden muss, weil die Automatons auf der anderen Seite der Galaxie einen Großangriff starten. Oder er bufft eine Gegnerfraktion so ein bisschen, damit sich die Community mehr reinhängen muss. Oder er legt fest, dass ihr bestimmte Orbitalwaffen jetzt öfter einsetzen könnt, weil er gern Explosionen anschaut. Danke, Joel. Er ist sowas wie ein Dungeons & Dragons Spielleiter, nur für ein paar Millionen Leute gleichzeitig. Das ist schon ein geiler Job, ich bin ein bisschen neidisch. Wie ihr seht, kommt der Erfolg von Helldivers 2 nicht von ungefähr. Das Spiel weiß genau, was es will und vor allem, was es ist. Helldivers 2 ist so hoch. Kann man irgendwo sehen, wie viele Leute das aktuell noch spielen auf den jeweiligen Endgeräten, also PlayStation, Xbox und PC? Kann man das irgendwo 100% sehen? Das würde mich mal interessieren, wie die Zahlen jetzt sind. Heute ist der 16.04. Darauf ausgelegt, dass beim Spielen immer wieder neuer absurder Kram passiert. Null. Die Kombination aus Gameplay und Interaktion zwischen den Spielern sorgt dafür, was ich interessant finde, dass du wirklich deine Mitspieler killen kannst. Dass sich keine Mission anfühlt und spielt wie die vorherige. Da ist es egal, wenn sich irgendwann die Missionsziele wiederholen. Es macht trotzdem jedes Mal aufs Neue Spaß. Auf der Website der Entwickler Arrowhead Game Studios steht als Motto: A game for everyone is a game for no one. Zu Deutsch: Ein Spiel für alle ist ein Spiel für niemanden. Helldivers 2 ist ein lupenreiner Koop-Shooter und versucht gar nicht erst noch irgendwie Singleplayer-Fans mit einer kleinen Story-Kampagne abzuholen oder die Missionen für... Ja, das finde ich ein bisschen schade, ne? So ein bisschen Story hätte schon drin sein können. Und ich glaube, genau wegen dieser Kompromisslosigkeit auf allen Ebenen ist das Spiel auch so erfolgreich und kommt nicht nur bei mir so gut an. Wenn ihr Bock auf Koop-Shooter habt, dann müsst ihr Helldivers 2 spielen. Become a legend. Juti, Freunde, das war das Video zu Helldivers 2. Warum ist Helldivers 2 so erfolgreich? Aber jetzt mal so unter uns Raumkadetten, was glaubt denn ihr, warum Helldivers 2 so gut ankommt? Und wenn ihr es schon gespielt habt, dann erzählt mir gerne doch wahrscheinlich in den Kommentaren eure absurden Geschichten von der Front. Ich bin raus, die Demokratie, sie verteilt sich schließlich nicht von allein in der Galaxie. Möge Joel mir gewogen sein. Das ist wahrscheinlich wegen diesem Koop-Faktor, Freunde. Ich gebe ein Like natürlich wieder. Ey, Alter, nur 450 Likes. Was ist denn da los? Das ist ein bisschen wenig, ne? Das ist ein bisschen wenig. Ja, gut zusammengefasst, gutes Video. Und ja, es ist halt ein Koop-Shooter. Und deswegen ist das Ding so erfolgreich. Wenn du das im Singleplayer... Ich glaube, das kannst du auch alleine machen. Kannst auch alleine spielen. Aber ich glaube, das macht dann nicht so viel Spaß. Das ist im Übrigen... bei vielen Koop-Games so. So, auf Wiedersehen.